Aber auf jeden Fall ist es sehr ruhig hier. Hier unser Feuer. Können wir unsere Beefy noch grillen heute Abend? So, weil uns niemand sieht, geben wir jetzt Rauchzeichen. Unser Feuerhaken, dachte ich. Naja, wie gesagt, war. So, Problem ist, der Rauch zieht zu weit. So, Volker ist auf der Suche nach grünen Zweigen. Wegen Qualm, ne? Aber bis jetzt ist noch niemand in Sicht. Na jetzt aber, Volker. Premiere. Ja, es knackert und zischt. Wie nennt sich das Feuer, was wir gerade bauen? Wie nennt sich das Feuer, was wir gerade bauen? Aber es qualmt nicht so doll wie beim letzten Mal. Aber es ist zu heiß. Zu heiß? Ja, das sind die großen Balken, unsere Feuerhaken. Wenn nicht, müssen wir im Motorradreifen verbrennen. Naja, wir haben bestimmt noch viel Zeit, das zu üben. Auf jeden Fall brennt es schön. So, unser Feuer brennt wie nach wie vor. Wir haben unser Camp ausgebaut. Ich habe überlegt, eine Falle zu bauen, damit wir was fangen, was wir essen können. Ja, wir haben auch kein Messer. Hast du ein Messer mit? Nein, aber man kann auch mit ein Stück Stein so wie heute. So, auf jeden Fall haben wir hier jetzt eine Fahne gebaut. Naja, aber weit und breit, niemand in Sicht. Feuer ist bald aus. Niemand ist in Sicht. Volker gibt nochmal alles. Hier, unsere Fahne wedelt immer noch im Wind. Ich hoffe, dass wir uns noch vor dem Schneeeinbruch finden. Wenn wir so lange durchhalten. Aber irgendwie sind unsere Enduro-Kameraden nicht in Sicht. Naja, wir werden weiter warten. Wir müssen jetzt gleich hoffentlich unser Lager verlassen, auch wenn es schwer fällt. Aber man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Man hört ein lautes Grollen durch den Wald. Ich hoffe, das ist mein Teampartner Fachbach. Naja, so wie das aussieht, dauert das noch eine Weile. Da sind sie, mit Licht, vorbildlich, aber noch sehr klein. So. Ob wir uns in unsere gemütliche Stube einladen? Ja. Ob wir uns in unsere gemütliche Stube einladen oder nicht? Ja. Das ist Dings hier. Reichelt, oder? Jens wahrscheinlich. Jensinator, vorneweg. Oder für den Fleedoktor. Schade, zu früh gefreut. Ja, unsere Freunde sind es nicht, aber naja. Schade eigentlich. Tja, wie gewonnen, so zerronnen. Also das war der Punkt da oben. Also die sehen uns schon dort. Auf jeden Fall nicht schlecht. Müssen wir unser Camp noch ein bisschen behüten. Also wie sich herausstellte, waren das doch nicht unsere Freunde. Wir haben unser Feuer mal noch ein bisschen aufstocken. Es dauert noch eine Weile. Wir haben unsere Fahne verbessert. Für erhöhte Sichtbarkeit. Die Wölfe lauern schon in Sichtweite. Da hinten irgendwie, man sieht es wahrscheinlich nicht, aber wir werden schon beobachtet. Wahrscheinlich mehr als einem Augenpaar, aber naja, wir halten die Stellung. So, unser Feuer brennt, aber unser Freund da hinten hat seine Position gewechselt.
Und jetzt, aha, jetzt holt er bestimmt seine restlichen Kumpels. Sieht man auch schlecht, jetzt verstehe ich euch so. Ich werde mal hier symbolisch für alle diese Disco verbrennen. Diese bösen Götter von uns weichen lassen. Schade. Ja, das muss ich noch ein bisschen üben. Aber wir wissen uns zu helfen. Das Feuer brennt, unsere Freunde sind im Anmarsch. Volker hat Futter gefunden. Ich wollte das nicht abheben. Ich hab mich ganz schön. Echt jetzt? Die knottert und der Kälter. Volker klaut hier unseren Feinden das Essen. In Pferdefuß. Gut, also verhungern müssen wir schon mal auch nicht. Aber der ist schon älter, wa? Weiß nicht. Koste mal. Dann wo ist der Rest? Weiß nicht. So eine schöne Pferdekeule. Naja. Volker klaut hier irgendwelchen wilden Tieren das Essen. Das ist, glaube ich, nicht gut. Die werden sich bestimmt bald rächen. Oder die Bären werden kommen. Wenn es hier schön, schön nach Steak riecht. Volker hat auch keine Hemmung. Eigentlich müssen wir so eine Keule mitnehmen. Dort ist es die Pferdekeule und unser Freund, der hat jetzt Hunger. Sehr ernst wohl ist man bei der Sache nicht, aber ich vertraue der Volker. Oha, er kommt her. Ich werde schon mal meine Schuhe anziehen. Ein bisschen sieht noch gefährlich aus, aber er hat einen Schwanz eingezogen. Kommt näher. Aber wir machen ihm das gar. Vielleicht wird er jetzt seinen großen Bruder. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Aha. Naja. Er poscht sich in Windrichtung an. Das würde mir auch nicht gefallen, wenn mir das Essen klaut. Naja, wir warten mal ab. Ja auch. Oh, ich höre auch Stimmen. Die Rehkeule ist gleich fertig. Unsere Freunde. Ah. Naja, das Feuer ist ganz schön runtergebrannt in der Zeit. Marius ist der Erste. Ja! Unsere Rettung naht! Bleibt ihr noch zum Essen oder wollen wir jetzt gleich los? Ich hab doch Salz mit, das Essen ist gleich gar. Das habe ich gerade der Hund abgejagt. Was habt ihr gemacht? Hier, das Bein habe ich gerade ein Köder abgejagt. Also wir warten jetzt noch, bis das Essen fertig ist. Oh Mann, das Essen. Hier, Marius. Jetzt andere Seite. Essen gut? Ja. Puff de Bohne. Puff de Bohne. Eimer frei. Andere Seite ist auch schön knusprig. Aber ein bisschen, also ein bisschen komisch geguckt hat er ja da gehört. Weil als ich ihn weggenommen habe. So, wir werden uns jetzt von unserem Lager verabschieden. Schweren Herzens. Aber nützt hier alles nicht.